und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video bezieht sich auf den Festtag Halloween. Wie ihr meinem Outfit entnehmen könnt, bin ich dieses Jahr in der Gestalt eines Dämons unterwegs. Ein Video und einige Fotos vom gesamten Outfit werde ich euch noch einblenden. Was ich euch heute nun alles zeigen möchte, wären zum einen eben erwähnt das Outfit-Video, zum anderen das Halloween-Essen, wobei ich einige Halloween-Cupcakes gekauft habe und eine Freundin von mir diverses Halloween-Essen zubereitet hat. Bei besagter Freundin wird dann auch später die Halloween-Party stattfinden. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem das Halloween-Essen, das Ansehen eines Horrorfilms, der diesjährige Film wird Nightmare on Elm Street sein. Und gegen Ende des Abends dann die Party in einer Gothic Disco. Da werde ich auch versuchen, ein paar kleine Videos zu drehen, sowie einige Fotos für euch zu machen, unter anderem von der Dekoration in der Diskothek. So, nun werde ich einmal mein Outfit für euch filmen und euch danach schon mal einen kleinen Einblick in die Halloween Cupcakes geben. Und dann sehen wir uns später auf der Halloween Party, sowie anschließend in der Diskothek. Bye! So, als kleine Ergänzung an mein großes Halloween-Haul-Video habe ich noch diesen wunderschönen Tischläufer für nur 3 Euro aus dem Teddy bekommen, mit Spinnweben-Design. Eignet sich sehr gut für diesen großen Tisch. Unter anderem noch dieser tolle Fledermaus-Tischläufer von TK Maxx, der etwas später eingetroffen ist, ebenfalls mit Spinnweben-Design. Weiterhin von Teddy diese coole Kürbislampe, eignet sich gut, um ein Teelicht hineinzustellen. Und zu guter Letzt diese süßen Tupper-Gefäße in rosa und orange mit einem kleinen Kürbisgesicht.